Ich möchte uns nicht länger warten lassen und wir fangen direkt an mit diesem Live-Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und dass ihr ja in so großer Zahl tatsächlich auch euch angemeldet habt. Es haben sich irgendwie über 80 Leute gemeldet und angemeldet. Und das hat mich sehr gefreut und Pin-Video hinzufügen. So, jetzt wollte ich uns beide nämlich zeigen, den Christoph und mich. Und jetzt haben wir natürlich immer viele No-Shows, aber ich gucke auch immer hier rechts in den Warteraum und lasse dann die einzelnen Kolleginnen und Kollegen eben auch noch rein. Es hat mir gezeigt, diese große Anmeldezahl, die ja doch auf diese sehr kurzfristige Anmeldung, das tut mir auch leid, weil ich hätte es auch schon letzte Woche schicken können, aber naja, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Trotzdem freue ich mich sehr, dass sich viele angemeldet haben und das zeigt mir eben auch, dass das Thema Social Media und Fundraising irgendwie ein Thema ist, was nicht nur mich beschäftigt, sondern und nicht nur unseren Gast heute, Christoph Krachten, beschäftigt, sondern uns alle auch irgendwie bewegt und wir da vielleicht viele Fragen haben. Und das gleich schon zu Anfang auch, wenn ihr Fragen mitgebracht habt, sehr, sehr gerne. Nutzt dafür den Chat, nutzt dafür gerne aber auch das Handzeichen, kennt ihr. Unten könnt ihr auf Reaktion gehen und dann, wie kann man das machen? Unten Reaktion und dann Hand heben. Dann sehe ich das auch direkt hier, dass ihr eine Frage habt und dann werdet ihr auch live mit hinzugeschaltet. Nochmal der Hinweis, ich zeichne diesen Live-Talk auf, um damit dann danach vielleicht irgendwas zu machen, vielleicht auch nicht. Für die Zeit, wo der Christoph und ich in erster Linie mal reden, bitte ich euch einfach, eure Mikrofone auszuschalten, damit wir da nicht irgendwie von Hintergrundgeräuschen irritiert werden. Und ja, damit nochmal herzlich willkommen, Live-Talk mit Christoph Krachten. Wer ist Christoph Krachten? Bevor du vielleicht noch drei Worte selber zu dir sagst oder sieben, wir haben uns kennengelernt, lieber Christoph, bei der Inspire, die von Raise Now, die vor ein paar Wochen in Zürich stattgefunden hat. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe dich vorher nicht gekannt, obwohl man oder ich dich hätte auch vorher kennen können. Wäre ich denn einer deiner, ich sag mal, ja, 600.000, über 600.000 Abonnenten gewesen, die eben deinem YouTube-Kanal folgen, der jetzt gar nicht mehr wirklich deiner ist oder eben doch, das finden wir nachher noch raus. Christoph, du bist seit mehr als 10 Jahren Online-TV-Produzent, hast vorher aber für das richtige Fernsehen gearbeitet, für WDR, ZDF, RTL und so weiter. Du hast das erste deutsche YouTube-Netzwerk Mediakraft gegründet oder mitgegründet. Ich schalte hier nochmal ein paar stumm, genau, denkt da bitte selber auch dran, schaltet euch kurz stumm. Du hast das erste deutsche YouTube-Netzwerk Mediakraft gegründet, den Verlag gegründet. Du bist Bestseller-Autor, Spiegel-Bestseller. Wir haben einen Spiegel-Bestseller-Autor hier. Ich zeige auch gerne gleich mal, habe ich das gerade offen? Nee, habe ich gerade nicht offen. Zeige ich gleich nochmal dein Buch. Vielleicht kannst du da gleich mal kurz in deiner Einführung auch nochmal was dazu sagen. Es hat was mit Elon Musk und Elektromobilität oder so zu tun. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, weil du bist jetzt auch unser Experte heute Morgen hier für Social Media und Fundraising, denn seit einigen Jahren gehst du auch mehr nochmal in die Richtung, dass du gemeinnützige Organisationen berätst, begleitest darin, wie sie Social Media nutzen können für ihr Fundraising, für ihre Kommunikation. Und darum bist du, glaube ich, für uns jetzt eine sehr wertvolle, wichtige Quelle, die wir mit unseren Fragen auch hoffentlich löchern dürfen. Guten Morgen jetzt nochmal, lieber Christoph. Lange Einführung, aber wir wollen dich ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, wer kannte von euch Christoph Krachten vorher? Dürft ihr gerne mal irgendwie per Handzeichen oder sowas zeigen? Christoph, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wie geht's dir heute Morgen? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also es geht mir super gut. Ich bin sehr gespannt. Ich finde dieses Thema Social Media und Fundraising halt mega, mega spannend, weil ich da ein Riesenpotenzial noch drin sehe. Und ja, und deswegen habe ich jetzt meine Leidenschaft des Social Medias in diese Richtung gelenkt. Das kommt ein bisschen daher. Ich sitze als beratendes Mitglied in der publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Ich weiß, das ist heute jetzt nicht mehr. Früher war das mal eine Ehre. Heute muss ich mich meistens rechtfertigen. Da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Aber jedenfalls vor 2 Jahren haben wir mal über Spenden geredet und da bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe festgestellt,
dass man da vielleicht gerade im Bereich im Zusammenhang mit Social Media noch was machen kann. Und habe mich dann einfach daran gesetzt, mit Kolleginnen und Kollegen ein Tool zu programmieren, was halt eine Donner-Journey oder eine Customer-Journey aus dem Netz bis zum Spenden führt. Und das haben wir jetzt fertig gekriegt nach 2 Jahren. Und jetzt komme ich so langsam in die Branche rein, habe mit Agenturen gesprochen. Und da fangen wir jetzt an zu entwickeln und Kampagnen zu entwickeln und eben mit Social Media zu arbeiten und da vielleicht ein bisschen noch mehr Druck hinterzukriegen. Ich kenne das halt aus der katholischen Kirche, da machen wir das schon seit ewigen Zeiten, machen wir Beratungen und haben einen Online-Kurs entwickelt. Da gibt es halt, ich sag mal, ein sehr buntes Bild, um das mal so zu sagen. Da gibt es halt Leute, die da wirklich super engagiert sind und tolle Sachen auch machen. Aber in ganz vielen Bereichen fehlt einfach, also man muss wirklich sagen, das Know-how fehlt. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, da kann man, wenn man so ein paar Sachen einfach auf dem Kasten hat, salopp gesprochen, kann man da viel mehr Effekt erreichen. Und das wünsche ich mir so ein bisschen. Und da, ich sage immer, egal welch, auch früher habe ich das immer gesagt, als es noch so um Social Media ging und überhaupt die ersten Schritte auf YouTube, wo so die ersten Influencerinnen aktiv wurden. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, weil ich glaube, neben den negativen Effekten, die wir natürlich zweifellos auch auf Social Media haben, gibt es aber auch viel Positives, nämlich die Demokratisierung der Medien. Jeder kann heute produzieren, jede kann heute eben auch die Botschaft verbreiten. Und das ist halt für Fundraising eigentlich eine riesige Chance, die aber noch in Teilen liegen gelassen wird. Und damit das sich ändert, bin ich auch heute hier. Also ganz generell und naiv gefragt, lieber Christoph, das heißt, alle gemeinnützigen Organisationen oder alle Organisationen sollten auf Social Media sein, sollten auf jeden Fall ein Facebook-Profil, ein LinkedIn-Profil, ein Instagram-Profil, sollten twittern, sollten was auch immer es da alles gibt. Mir wird gerade immer mehr zugetragen, Jan, du musst mehr Instagram machen, obwohl ich ja gar keine gemeinnützige Organisation bin, aber ich bin halt Jan Ückermann und jetzt wollen alle, dass ich mehr, also alle, das sind 3 Leute, die mir sagen, Jan, du solltest mehr Instagram machen. Ich komme nicht hinterher, ich schaff's einfach nicht, oder? Ich war letzte Woche bei Bratislava unterwegs und habe mir vorgenommen, jeden Tag mache ich auf jeden Fall, wie heißt es dann, ein Reel oder sowas auf Instagram oder eine Story und ich schaff's einfach nicht, weil ich viel zu absorbiert bin mit anderen Dingen, die dann mir wichtiger erscheinen. Aber also muss jede Organisation wirklich Social Media machen? Ja, also da haben wir genau die beiden Pole dieses Phänomens. Als ich mich da eingearbeitet habe in das Thema und mir die Statistiken angeguckt habe, da kommt man sofort auf ein Thema, nämlich, dass die junge Altersgruppe, und ich bin erst erschrocken, als ich dass das die junge Altersgruppe im Fundraising ist, bis 40 nämlich, dass die am Spendenvolumen nur einen sehr geringen Anteil hat. Mhm. Und wenn man dann mit Agenturen in dem Bereich spricht, sagen die eigentlich, also es gibt ja die beiden Thesen, ja, die spenden nicht, aber es gibt halt auch die andere These, doch, wenn wir die erreichen, und da gibt's ja Kampagnen im Gaming-Bereich zum Beispiel, dann spenden die auch. So, ich bin ein Anhänger des Letzteren. Ich glaube, dass man diese Leute wirklich aktivieren kann. Das sind ja auch gerade auch die sehr junge Zielgruppe. Siehe Fridays for Future, siehe letzte Generation. Und das habe ich, als mir gesagt wurde, auch vor 10 Jahren schon, ja, diese junge Zielgruppe, die will ja nur konsumieren und die wollen ja gar nicht. Und da habe ich schon unter meinen Videos schon gesehen, wie engagiert die sind, wie die diskutieren, wie die was verändern wollen. Und das im sehr jungen Bereich schon. Und es gibt halt solche Kampagnen wie Loot für die Welt, wo Gamer eben Spenden sammeln. Da werden unglaubliche Summen in der sehr jungen Zielgruppe sogar gesammelt. Also ich sehe dann Riesenpotenzial. Und die andere Seite ist eben, und das ist wirklich eine Herausforderung, sind die Ressourcen. Sind die Ressourcen da? Wie kriege ich das hin? Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch zu faul, das immer zu machen. Ich möchte mich da auch zurückziehen. Das Social Media habe ich jetzt 15 Jahre gemacht. Das ist auch wirklich anstrengend. Es macht sehr viel Spaß, weil man eben gerade, wenn man so hohe Abonnentenzahlen hat, da kriegt man einfach wahnsinnig Response. Und dann, wenn man dann wieder auf der anderen Seite sieht, meine These ist immer, wenn man
oder noch mal einen Schritt zurück. Ich behaupte, bei Social Media muss man so 20 Sachen richtig machen. Wenn 2 davon nicht so 100% sind, ist nicht schlimm. Aber wenn die 3. Sache nicht stimmt, sei es der Titel des Thumbnail, die Struktur des Beitrags oder so, dann kriegt man keine Reichweite mehr. Aber wenn man das richtig macht, dann ist der Erfolg eigentlich nicht mehr zu vermeiden. Und für mich gibt's da 2 Beispiele. Also ich habe ja bis vor kurzem, da können wir gleich nochmal drüber reden, habe ich Wissenschaftsvideos oder bis zum Frühjahr auf meinem Kanal gemacht. Und dann sind wir Ende letzten Jahres sind wir auf TikTok gestartet. Und der Kanal hat sich dramatisch mit Wissenschaftsvideos, also eigentlich trockenem Stoff, der hat sich super entwickelt. Mehr als 130.000 Abonnenten, Videos mit teilweise einer Reichweite von 1 Million. Und das ist ein Riesenpfund. Da sieht man, dass das halt funktioniert. Oder jetzt, das ist mein Nebenthema ist Elektromobilität und Klimawandel und erneuerbare Energien. Deswegen habe ich halt dieses Buch auch geschrieben über Elon Musk beziehungsweise über Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Kurzer Subtext oder Disclaimer, ich bin kein Elon Musk-Fan. Ich finde, wie er sich verhält, in weiten Teilen indiskutabel. Und da haben wir aber, machen so eine Veranstaltung, elektrische Meile hier in Brandenburg. Und da haben wir auch einen TikTok-Kanal gestartet. Und vom Fleck weg gab es da Videos, die mit trockenen Themen Hausspeicher, die fast 20.000 Views haben. Also man kann da unfassbar oder wirklich, also wirklich Dramatisches erreichen. Da liegt einfach etwas brach. Und da ist dann auch noch meine These: Fundraising hat so viel tolle Inhalte. Die Inhalte sind ja da. Das ist ja nicht was wie ein Influencer, der sagt, ach, ich will berühmt werden, was erzähle ich denn jetzt? Sondern die Inhalte sind ja da. Man muss sie halt nur richtig verpacken und richtig präsentieren. Das ist eine Herausforderung. Aber ich behaupte, dann wird auch irgendwann die Ressourcenknappheit Geschichte sein, weil man damit so viel generieren kann, dass es sich einfach lohnt, Leute draufzusetzen, die das dann hauptamtlich machen, Social Media, und da wirklich eine tolle Strategie entwickeln. Man sieht das ja selbst bei Unternehmen wie hier in Berlin zum Beispiel die BVG, die vor 5 Jahren hat da kein Hahn nachgekräht und dann haben die halt eine richtig tolle Social Media Abteilung eingerichtet und machen jetzt unfasslich große, bundesweit große Reichweite. Und das zeigt Berliner Verkehrs... Genau, Berliner Verkehrs... Verkehrsgemeinschaft, wie auch immer wir sie nennen. Ja. Genau, ja. Oder andere Firmen auch. Oder Edeka ist auch so ein Beispiel. Ja. Wo und das ich Edeka zum Beispiel habe ich mit dem YouTube-Kanal Yamtamtam entwickelt. Das sind auch keine riesigen Ressourcen. Also es ist nicht so, dass man da eine 20-Mann- oder Frau-Abteilung braucht, sondern das geht schon mit relativ übersichtlichen Mitteln. Man muss sich nur, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, Jan, man muss sich ein bisschen organisieren. Aber wenn man das gemacht hat, und ich habe sehr viel gemacht, ich habe eben Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, wenn man da einen Workflow für erarbeitet, der einfach effizient ist, dann kann man da sehr viel erreichen. Aber wenn ich jetzt mal so wirklich in die Praxis von vielen Organisationen reinschaue, und ich habe ja bin in vielen Organisationen mit drin, klein, groß, wie auch immer, also mit drin heißt so von extern reinschauen dürfend durch eben meine Beratung und Coaching-Sachen und so weiter. Was ich da auch immer wieder höre, ist, ja, wir wollen da gerne mehr machen. Wir haben niemanden, oder das ist dann eben Teil von, was weiß ich, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder, und die machen dann das halt auch mal oder irgendwie sowas. Oder es gibt eine ehrenamtliche Person, die sich da irgendwie mal ein bisschen auskennt und dann darf die halt mal die Kanäle da irgendwie so machen. Also diese personelle Ressource, da würde ich gerne nochmal von dir hören. Ja, muss man sich denn da wirklich jetzt committen und sagen oder auch investieren und reingehen und sagen, jawohl, wir leisten uns da jetzt eine Person, jetzt mal unabhängig von der Größe der Organisation, weil es gibt ja auch viele Organisationen, die einfach eine Fundraiserin, einen Fundraiser haben oder sowas. Ja. Und that's it, die muss halt die ganze Klaviatur spielen, ne? Sollte da jetzt Social Media wirklich auch ein Fokusgebiet sein? Die andere Hürde, die ich aber auch immer wieder gespiegelt bekomme, ist, dass es eben natürlich um Budgets dann auch geht und um Geld und um Investment. Und dann wir da einfach mit Hürden auch zu tun haben, die dann eben so lauten, ja, aber dieses Online-Fundraising,
Es ist leider immer noch so, und da würde ich jetzt mal im Großen auch Social Media mit reinnehmen, das bringt doch eh nicht so viel und da kommen doch eh nur ein paar Prozent von unseren Gesamtspendeneinnahmen rein und da brauchen wir jetzt immer noch nicht rein investieren, und weil lieber holen wir noch jemanden ran, der dann, was weiß ich, ein anderes Fundraising-Tool bedient, oder wir schreiben nochmal ein Spendenmailing, weil das generiert dann direkt Spendengelder und nicht irgendwie viele Kommentare, weil was sollen wir mit vielen Kommentaren. Wir brauchen keine Kommentare, wir brauchen Geld, um die Projekte zu fördern, und wir brauchen keine jungen Menschen oder Menschen, die halt irgendwie vielleicht nicht in der Lebensphase sind, viel Geld spenden zu können, weil sie andere Herausforderungen haben, also andere Dinge einfach haben. Und wir wissen einfach auch, die Zielgruppe ab 60 plus ist die Zielgruppe, die eben am meisten finanzielle Möglichkeiten hat zu spenden. Also das heißt, diese internen Hürden. Ja. Christoph, wie gehst du mit diesen Gegenargumenten um? Also, wie gesagt, das mit dem, dass diese junge Zielgruppe nicht spendet, halte ich für ein Irrtum. Und da gibt es genügend Indizien, die das Gegenteil auch sagen. Vielleicht ist es auch irgendwo dazwischen. Es gibt vielleicht einen Anteil in dieser Zielgruppe, die nicht spendet, aber es gibt auch einen Anteil, der spenden würde. Also das ist meine Erkenntnis. Dann Online-Fundraising. Dieser These kann ich mit Fakten widersprechen. Also wir haben dieses Tool, Thanks for Giving heißt das, entwickelt, und wir haben das für zwei Projekte testweise eingesetzt. Und eins war also wirklich was sehr Spezielles, der Rosenmontags-Friedensgottesdienst der Gemeinde St. Agnes in Köln. Und wir haben dort, ich glaube, innerhalb von 2 oder 3 Wochen nur um das Livestreaming, also jetzt nicht irgendeine Förderung von einem Projekt, wo Menschen, die wirklich es schwer haben, unterstützt werden, sondern es ging um das Spenden für ein Livestreaming, haben wir innerhalb von 2 oder 3 Wochen 7.000 Euro eingenommen, eine Gemeinde. Und laut den Leuten aus der Gemeinde, 70% der Spendenden waren denen unbekannt. Und in der Gemeinde kennt man ja eigentlich seine Pappenheimer. Sprich, es war unfasslich effektiv. Und von daher würde ich genau dem auch widersprechen. Also meine Erfahrung, eben auch die Agenturen, die ja auch in diesen Bereichen, in den jungen Zielgruppen schon unterwegs sind. Wir sprechen zum Beispiel jetzt mit GFS, da bin ich nächste Woche. Die sind sehr davon überzeugt, dass das funktioniert. Es gab bisher halt kein Tool. Es gab keine Customer- oder Donor-Journey aus dem Netz bis zu dem Punkt, wo man spendet. Und das haben wir halt wirklich, und da gibt es noch eine sehr interessante These, das wollte ich, ich war auf dem Fundraising-Tag in München, und da gab es, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, einen Berater aus dem Bereich Fundraising, Kai Bischoff heißt er, und der sagte, wer heute nicht da einsteigt, den wird es in einigen Jahren nicht mehr geben. Weil das darf man nicht vergessen, diese ältere Zielgruppe wird ja halt irgendwann wegsterben. Und wir bis 40-Jährigen müssen erreicht werden. Wenn ich existieren will als Organisation, müssen die erreicht werden. Da gibt es für mich noch ein wunderbares anderes Beispiel. Und zwar, das hieß, als es gegründet worden, Jugendkanal von ARD und ZDF. Und mit Tom Buro, dem WDR-Intendanten, habe ich damals darüber gesprochen. Der fragte mich, ja, Herr Krachten, sollen wir das denn machen mit dem Jugendkanal? Und da habe ich nur gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie es nicht machen, können Sie darauf wetten, wann ARD und ZDF zumachen können, weil dann haben Sie kein Publikum mehr. So, und die haben das gemacht. Ich habe da auch beraten bei der Entstehung von Funk. Und dieses Netzwerk hat eine unglaubliche Reichweite von Aber- und Abermillionen Views. Und und ARD und ZDF haben gelernt daraus. Und inzwischen gibt es von Quarks und Co. zum Beispiel, vom WDR, von ZDF Info und so weiter und so fort, unglaublich erfolgreiche Accounts mit Riesenreichweiten. Das Fundraising heißt das aber nur, das Ganze muss halt verbunden werden mit einem Tool zum Spenden, weil sonst habe ich wirklich nichts davon. Das ist genau der Punkt. Ich würde auch sagen, wenn ich heute als Fundraising-Organisation Social Media mache und ich da keine Customer Journey zum Spenden habe, dann kann ich es auch lassen, weil das ist wirklich, das verpufft alles. Und wir haben das halt so gebaut, dass man über die Social-Media-Präsenzen auf die Webseite kommt, aber auf Inhalte kommt, nicht sofort die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, jetzt Spende, dann auf Inhalte kommt. Und wenn die Inhalte dann gut sind,
dann gefragt wird, hey, willst du teilen, das ist auch wichtig, Teil des Projektes sein. Also nicht nur, willst du uns Geld geben und dann hau wieder ab, sondern willst du informiert werden, willst du, möchtest du wirklich auch, sag mal, können wir da eine Beziehung zu dir aufbauen? Mhm. Und dann werden auch regelmäßige Spenden gestresst, also dass die Leute eben nicht nur einmal ihr Geld da lassen und dann wieder aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dass sie sich auch anmelden, regelmäßig an, ohne Mitglied zu werden, aber dass sie angeschrieben werden können und man tausend andere Möglichkeiten hat. Dann gibt es dann noch die Möglichkeiten, das finde ich auch was Gutes, Rewards, dass die jetzt ideelle Rewards bekommen, zum Beispiel bei dem Rosenmontagsgottesdienst haben wir gesagt, ja, wenn du 5 Euro spendest, dann beten wir für dich, wenn du 10 Euro spendest, dann beten wir eine Fürbitte für dich und so weiter und so fort. Da kann man einfach sehr lustige und nette Sachen machen. Dann kommt demnächst noch, machen wir Gamification, dass die Leute halt motiviert werden, die Beiträge zu teilen und zu verbreiten, dass sie motiviert werden, neue Spendende ranzuholen und für das Projekt zu begeistern. Da ist einfach, ich glaube, da ist einfach noch wahnsinnig viele Schätze sind da zu heben. Und da kann ich nur sagen, aus meinen Jahren von Social Media, ich habe schon sehr, sehr viel erlebt. Shitstorms von unglaublichem Ausmaß, aber auch sehr positive Dinge, wo man Leute wirklich unglaublich gut, ich erinnere nur an die Ice Bucket Challenge und das ist nur eines von hunderten Beispielen, die gut funktioniert haben. Man kann da eine Menge reißen. Und ich glaube aber, man muss halt, und da glaube ich halt, man kann nicht einfach sagen, wir müssen jetzt Ressourcen drauf werfen, weil dann hat man halt wirklich dieses Problem, wer macht das denn, was kostet das denn und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss einfach mal einen Workshop zusammen dann machen und das überlegen, entweder intern, wir haben so einen Online-Kurs auch jetzt speziell für Fundraising gemacht, wo ich auch ganz klar, oder wo nochmal ganz wichtig auch betont wird, dass man das unbedingt sehr offen und strukturiert angehen muss. Ich habe zum Beispiel auf die Weise haben wir bei Hefata in Mönchengladbach das erste Social-Media-Team mit Menschen mit Behinderung gegründet. Und das ist in einem Workshop entstanden, aus den Leuten, die dort waren. Es war überhaupt nicht meine Idee, sondern einfach nur, wenn man die richtigen Fragen stellt, kommt man teilweise auf wirklich tolle Ideen. Und der hat auch x Preise gewonnen und ist wirklich ein tolles Projekt. Ich glaube, man kann was erreichen, wenn man vielleicht ein bisschen querdenkt und vielleicht auch Mitstreiterinnen und Streiter findet und. Ich glaube, man muss da unbedingt was machen, weil sonst bleibt die junge Zielgruppe liegen. Und wenn die wenig spenden, sie üben dann das schon. Und es wird einfach, also für mich, als ich jung war, es war für meine Eltern einfach selbstverständlich und zwar auch, als sie noch 40 waren. Was zu spenden, das machte man einfach. Und das muss geübt werden und das müssen die Leute verstehen. Und wenn man das Potenzial sieht, gut, es ist dann eine ganz andere Kultur, aber in den USA liegt das Spendenvolumen bei 500 Milliarden. Bei uns liegt es bei 9 Milliarden. Ich behaupte, da ist noch eine Menge zu holen, auch wenn die Kultur eine andere ist, aber ich würde wetten, dass da noch eine Menge zu holen ist. Da sind noch viele Potenziale. Ja, vielen Dank. Genau. Also ich hatte jetzt einige Gedanken, auch während du redetest. Vorhin, du hast immer die Donor Journey angesprochen, dieses AIDA-Konzept, ne? Attention, Interest, Desire und dann die Action. Also wie kann denn die Action, die Aktionshandlung dann aus dem Kontakt über Social Media dann erfolgen? Und du hast es vorhin schon erwähnt, dieses Tool Thanks for Giving. Ich habe den Link auch mal in den Chat reingeschrieben. Im Chat sind jetzt auch schon einige Fragen und der Raphael, du bist jetzt auch gleich dran mit deiner Frage, du hast dich schon gemeldet. Genau, das war der eine Punkt. Der andere Punkt, wo ich immer so etwas andere Haltung dazu habe, weil ich höre immer wieder die Zielgruppe der älteren Menschen, die jetzt spenden, die in Anführungszeichen sterben aus. Ja, natürlich, irgendwann geht das Leben zu Ende, aber wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, ich meine, dann werden wir in 10 Jahren, ich weiß jetzt nicht die exakten Zahlen, aber die Menschen der älteren Semester, das werden ja immer mehr. Das heißt, die Zielgruppe wird eigentlich immer, immer größer. Ich glaube, der wichtige Punkt, und den hast du ja auch schon gesagt, ist einfach, wie schaffen wir es eben mit diesen Menschen auch schon jetzt, ne? Oder genau. Eben dahin den Kontakt aufzubauen. Ich glaube aber tatsächlich, wenn die Menschen dann irgendwann über 60 sind und dann auch eben diese finanziellen Möglichkeiten, Freiheiten nochmal eher haben, weil sie nicht mehr
keine Ahnung, Familie ernähren müssen, weil sie nicht mehr das Auto bezahlen müssen, das Haus abbezahlen müssen, was auch immer alles dann da so für Herausforderungen in diesem Altersabschnitt, ich sage jetzt mal 20 bis 60 so irgendwie sind, dann schaffen wir es auch eher, die dann ab 60 irgendwie zu wirklichen guten Spenderinnen und Spendern machen. So, das aber nur noch mal zwei Gedanken von mir. Jetzt, lieber Raphael, deine Frage und parallel, du hörst gut bei Raphaels Frage zu und ich schaue mal gerade auch in den Chat rein. Raphael, guten Morgen, hi. Guten Morgen, der Chat brennt ja schon. Erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit nimmt und danke für deine Eröffnungsmonologe, wo unglaublich viel Input schon drin ist. Ich würde gerne mal zurück auf dein Anfangsstatement, nämlich du hattest eben Kategorisierung Internet, ich guck so diese Algorithmen. Ne? Als User, wenn ich da vorsitze, zeigt er mir ja an, was ich eh schon geil finde. Und das wird immer mehr. Und dann dieses Bubble-Ding einfach. Jetzt Blickwinkel auf Spendensammelorganisationen. Wie schaffe ich es, diese Bubble zu überwinden? Wie komme ich an neue Leute ran, an neue SpenderInnen ran? Das würde mich interessieren. Da bin ich tatsächlich sehr gestolpert bei deiner Begeisterung. Da könnte ich jetzt ganz gemein sagen, ja, das erklären wir alles in unserem Kurs. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich muss die Algorithmen kennen. Aber wenn ich so die Grundlagen kenne, jede Plattform hat ja ganz viele Bubbles. Und ich muss einfach die richtige Bubble finden und ich muss aus dieser Bubble dann rauskommen. Es gibt ganz oft, es ist wirklich so ein Effekt, es gibt eine Glasdecke. Und über die kommt man nicht raus. Aber wenn man, ich sag mal, experimentierfreudig ist, dann schafft man es doch. Und aber der Hauptpunkt ist, und das Thema, ich war gestern auf dem katholischen Medienkongress auf dem Podium und da hatten wir auch genau diese Frage, war ein Kollege von RTL2, die extrem dieses Problem haben. Glaubt man nicht, aber die haben, also das ist die größte Herausforderung für die, die Inhalte so zu gestalten, dass sie eben nicht in ihrer Bubble bleiben. Da ist es eigentlich relativ simpel. Ich muss mich professionell verhalten und das heißt, ich muss einen guten suchmaschinenoptimierten Titel haben. Das kann auf LinkedIn, das ist kein Titel, das ist die erste Zeile. Ich muss ein gutes Thumbnail haben, wenn es jetzt zum Beispiel um YouTube geht, das ins Auge springt und wirklich den Inhalt wie ein Exzerpt ins Auge springen lässt. Also wo die Leute sofort sehen, ach, das ist der Inhalt. Dann muss ich da schicken wir nachher noch einen Link rein. Es gibt einen kostenlosen Crashkurs. Das ist für mich eins der Hauptthemen. Wie müssen Social Media Posts strukturiert sein? Und da hat sich wirklich in den letzten Jahren, ich musste mir das alles noch selber ausbaldowern, aber inzwischen ist das akzeptierte Lehrmeinung. Es muss einen Teaser geben. Ein Teaser, der wie ein Kinotrailer schon mal die Inhalte vorwegnimmt, ohne sie zu verraten. Also wie so ein James Bond Trailer. Man sieht alles da drin, aber man weiß nicht, wie es ausgeht. So, aber, und am Ende dieses Kinotrailers muss ein Cliffhanger sein, also etwas, was im Text darauf hinweist, was am Ende kommt. Also zum Beispiel, Sie glauben nicht, was das Verblüffendste ist, was mir da passiert ist. Und das erzählt man halt erst am Ende seines Textes. Und der Text muss dann eine gute Geschichte sein. Das war zum Beispiel auf Race Now eine, auch für mich nochmal ein Eye-Opener, weil ich auch dieser These anhänge, es müssen Geschichten erzählt werden und es sollten halt nicht die Geschichten der Helfenden erzählt werden, weil das ist eine komische Geschichte. Das ist, ich vergleiche das immer mit der Geschichte von Jesus, als würde man dann sagen, ach ja, wir wollen ja die Geschichte von Jesus erzählen, wer ist denn da der Held? Ach, dann nehmen wir Christophorus, der hat dem ja geholfen. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, da habe ich ein Problem, dann habe ich am Anfang was, fehlt was, am Ende fehlt was. Und auf Race Now, das war eine ganz super nette Kollegen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, von Fair Photography heißen sie. Und die haben genau die gleiche These. Die kommen nur von einem anderen, die kommen aus einem anderen Blickwinkel, die sagen, es kann doch nicht sein, dass hier ein westeuropäischer Fotograf nach Afrika fährt und den Leuten dann sagt, was sie anziehen sollen und wie sie gucken sollen. Und eigentlich sticht das so genau ins gleiche Horn. Ich glaube, es geht halt wahnsinnig darum, das können auch Geschichten natürlich von Helfenden sein. Das kann auch die Geschichte eines Hilfspaketes sein. Es muss nur eine Geschichte sein und die Geschichte muss funktionieren. Und da gibt es ja dieses klassische Beispiel der Heldenreise, die für mich wirklich der Klassiker ist, weil sie eigentlich sich in allen Geschichten, in der Detektivstory und in allen anderen Formen, in Boy Meets Girl, eigentlich ist es immer eine Heldenreise. Es geht immer darum, oder eine Heldinnenreise, es geht immer darum, dass jemand eine Herausforderung bekommt, vor viele Schwierigkeiten gestellt wird. In der Heldenreise ist das ja wirklich haarklein. Also wer das nicht kennt, unbedingt, man gibt es auf Wikipedia einen ganz tollen Artikel dazu.
Haarklein sind das ja x Phasen. Also er kommt vor die Herausforderung, er lehnt die, oder sie lehnt die Herausforderung ab. Sie wird doch davon überzeugt, weil irgendwas passiert. Also es ist wirklich, das ist wirklich irre. Und wenn man dann Spielfilme, Bücher und sonst was damit vergleicht, das ist wirklich einfach, das funktioniert. Und das ist toll. Und teilweise werden halt Geschichten online erzählt, die überhaupt so gar nicht funktionieren. Das ist dann wirklich schrecklich, das ist bedauerlich, weil die Leute die Geschichte nicht bis zu Ende verfolgen. Für mich ist so ein klassisches Beispiel, ich habe dann was sehr Lustiges mal erlebt, und zwar habe ich, in der Wissenschaft ist es sehr schwer, die Heldenreise zu erzählen, aber ich habe mal ein Skript gemacht über die Cassini-Sonde, die am Ende in der Saturn-Atmosphäre verglüht ist. Und da habe ich wirklich diese Heldenreise ziemlich nach Schulbuch angewendet, habe von der Geburt gesprochen und den Leuten, die geholfen haben, diese Sonde zu entwickeln und wie sie dann gestartet ist und wie sie dann am Ende in der Saturn-Atmosphäre gestorben ist. Und da hat wirklich jemand drunter geschrieben und am Ende hatte ich Tränen in den Augen. Und das ist wirklich, dann hat man sein Ziel erreicht. Und ich glaube, so muss man auch die Leute kriegen. Man muss sie emotional kriegen. Und da ist natürlich die Geschichte derjenigen, die wirklich betroffen sind, der Geflüchteten, der Menschen, die in Not sind, die selber aktiv werden, die Brunnen bauen oder Bäume pflanzen, aber vor Ort auch sind, ist meiner Meinung nach die bessere Geschichte. Und das ist für mich, also jetzt wieder so ein langer Monolog, sorry, aber das ist für mich so ein Ansatz, der wahnsinnig wichtig ist. Und wenn man dann eben, jeder Algorithmus und jede Plattform hat da so ihre Spezialitäten. Bei Twitter zum Beispiel, da muss man nochmal dramaturgisch was ganz Besonderes machen, das ist sehr lustig, dann macht man am besten 1-Minuten-Videos, die dramaturgisch als Schleife funktionieren. Das heißt, man macht den Text so, dass das Ende des Textes nahtlos an den Beginn wieder anschließt, weil dann merken die Leute gar nicht, dass das Video zu Ende ist und gucken es 5-mal. Und dann ist man sofort im Algorithmus ganz weit vorne, weil man die Leute dazu gekriegt hat, das 5-mal zu sehen. Und, das ist alles hoffentlich so 5-mal auch spannend bleibt, so irgendwie, ne? Ja, natürlich, ja, natürlich, genau. Absolut. Ja. Das ist wirklich, da gibt es halt ganz viele. Instagram hat wieder ganz spezielle Herausforderungen. Jede Plattform hat ihre speziellen Herausforderungen, aber man kann das schon so organisieren, dass man nicht zu viel Ressourcen dafür verbraucht. Vor allen Dingen, wenn man das einmal so richtig im Kopf hat, dann weiß man, ja, jetzt möchte ich noch TikTok machen. Also wir haben das war wirklich für mich kein Aufwand. Ich habe ja immer so 8-Minuten-Videos gemacht. Mhm. Die habe ich zum Drehen, 15 Minuten gebraucht. Also etwa doppelt so lang mit allen Versprechern. Der Schnitt hat vielleicht 2-3 Stunden gedauert. Ich habe extra nochmal eine TikTok-Version draus gemacht. Also die habe ich separat aufgenommen, weil die halt dramaturgisch anders funktioniert. Die kann man dann aber auch auf Instagram einsetzen in den Reels, weil das wieder ähnlich funktioniert. Mit Abstrichen, weil je nachdem, das ändert sich ja auch immer, gibt es andere Längen oder 1000 andere Bedingungen. Bei TikTok kann man jetzt zum Beispiel ganz viel in die Videobeschreibung tun und das Suchmaschinen optimieren, was vorher nicht ging. Also der ändert sich ja auch immer was. Man muss da so ein bisschen am Ball sein, aber meine Erfahrung ist, also ich habe so eine Präsentation, wo ich immer zeige Kanäle, die ich beraten habe und die gingen alle immer wie ein Hockeystick ging das immer, das ging am Anfang immer ganz flach hoch und dann irgendwann schupp ging es nach oben und zwar fast immer. Ich habe 4 Kanäle für Funk entwickelt, 3 davon sind durch die Decke gegangen, nur einer nicht. Ein Kanal ist sogar von 1000 Views im Monat. Und da hat Funk mir immer gesagt, ja, das funktioniert doch nicht. Und ich sage, doch, das funktioniert. Dieser Kanal ist von 1000 Views im Monat auf einige Millionen hochgegangen. Mhm. Weil einfach alles, und das kann man wirklich sehen, noch wenn der Kanal klein ist. Auf YouTube kann ich das auf jeden Fall und eigentlich auf allen Plattformen. Man kann in den Zahlen sehen, ob dieser Kanal, und das ist wirklich gut, man kann das im Vorfeld, lange im Vorfeld kann man schon sehen, wird das ein Erfolg oder wird das kein Erfolg? Und das ist auch so ein Know-how, das man haben sollte, weil das ist so ein bisschen auch selbst professionelle, ich kenne selber Beispiele von Leuten, die das eigentlich gut können. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist komplett durcheinander. Wenn man das aber gut strukturiert, und da helfe ich auch immer gerne, wenn Leute Fragen haben, dann ist eigentlich der Erfolg unvermeidbar. Also das ist wirklich meine Erkenntnis. Viele sagen ja immer noch, ja, aber heute, das ist ja alles anders und es gibt so viele. Egal, wenn man es richtig macht, wird man Erfolg haben.
Es fällt mir schwer, dir dazwischen zu gehen, weil ich dir total gerne zuhöre, weil Und ich das dir freut mich genauso jedenfalls. wie Raphael eben, ich höre da in jedem Satz, in jedem dritten Satz für mich eine Aufgabe zu tun, für mich selber oder für Organisationen. Vielen Dank dafür. Dafür bist du ja auch da, Christoph. So, jetzt müssen wir mal, möchte ich gerne einmal in den Chat reinschauen, weil da gibt es so ein paar ganz konkrete Fragen und die wir vielleicht auch in Kürze einmal ansprechen oder beantworten können. Einmal war so dieses Thema, du hast es vorhin erwähnt, mit den Rewards, was so ein bisschen kritischer gesehen wird. Ja, bringt es das jetzt wirklich? Ist das vielleicht sogar gemeinnützigkeitsschädlich, wenn wir da jetzt eine Gegenleistung anbieten? Aber der Malte hat es auch schon beantwortet. Vielen Dank dafür, Malte. So, dass so ein Reward ja eher eine ideelle Gegenleistung ist, Genau. ähnlich wie beim Crowdfunding eben, oder? Und ich meine, da mache ich eine Spende und dann kriege ich halt etwas dafür oder ne, eine ideelle Leistung oder wie auch immer. Ich kann ja auch in einem Mailing schreiben, für jede Spende schließen wir sie in unser tägliches Gebet mit ein. Ich sehe da jetzt auch überhaupt keine Gefahr drin, mit so etwas zu hausieren. Oder es gibt, also von daher, ich denke, da sind wir alle sehr auf der sicheren Seite. Du hast vorhin die Accounts von ARD und Twitter, ZDF, Twitter, TikTok und so angesprochen. Die Astrid fragt, über welche Kanäle reden wir hier? Ich Ja. weiß nicht, ob du kannst du dazu noch ganz kurz Ja, ja. was sagen? Also, also für mich, ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele auf Instagram, die für mich einfach absolut beeindruckend sind, wie erfolgreich die sind. Das ist einmal Quarks und Co. Vom WDR, also Wissenschaftsinhalt. Also unglaubliche, ich müsste jetzt nachgucken, Viewzahlen richtig cool, gut gemacht. Dann ZDF Info. Auch ein sehr erfolgreicher Instagram-Kanal. Und dann für mich noch sehr interessant ist, unbedingt mal angucken, SWR Sport und SWR Heimat. Das ist für mich interessant, weil ich da halt ein bisschen reingucken konnte, weil ich den SWR dabei beraten habe. Und SWR Sport war ein Instagram-Kanal, der Jahre existierte und ich glaube 2000 Follower hatte. Weil die wirklich, ich würde sagen, nach allen Regeln der Kunst alles falsch gemacht haben. Wirklich, also richtig alles mal abgehakt. Das machen wir so falsch, das machen wir so falsch, das machen wir so falsch. Also fing dabei an, dass die Vorschaubilder total von einem Fußballplatz waren. Und da muss man einfach sagen, das ist eine grüne Wiese mit kleinen Strichen drauf. Das ist einfach das schlimmste Bild, was man überhaupt publizieren kann. Da kann man gar nichts drauf sehen. Dann hatten sie verschiedene Sportarten auf SWR Sport. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert, weil hier jemand, der sich für Volleyball interessiert, interessiert sich nicht für Fußball und für Handball, ist wieder anders und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Parallel dazu hat der SWR einen neuen Account gegründet, der hieß SWR Heimat. Und der war wirklich nach allen Regeln der Kunst halt gut gemacht. Ähnliche Vorschaubilder, also ein ähnliches Design, inhaltlich. Einfach eine Linie. Das ging um Menschen aus eben Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und was die für, ich sag mal, wo die ihre Leidenschaft haben. Das kann auch was Gemeinnütziges sein oder ein Sport oder und das funktioniert toll. So, und dann hat, und das werden Sie sehen, SWR Sport sich das als Beispiel genommen und hat daran seinen Kanal sein Instagram-Account aufgezogen. Die haben erstmal gesagt, okay, wir haben nun auch einen Sport, ich glaube, es ist jetzt Fußball. Zweitens, wir haben das Design gestreamlined. Drittens, es gibt keine Totalen mehr von Fußballplätzen, wo man nur grün sieht mit ein paar Strichen und so weiter. Und jetzt hat er Zehntausende Follower. Also dieser Account hat also tatsächlich die Kurve gekriegt, weil sie einfach wirklich sich professionalisiert haben. Und das ist wirklich die Haupt Frage, wir hatten gestern die Diskussion auf dem katholischen Medienkongress, soll man jetzt so ein Netzwerk gründen? Also es gibt ja bei der evangelischen Kirche dieses Netzwerk YEAT und ja, bei den Katholen, da gibt es auch so ein kleines Netzwerk. Aber ich behaupte, das ist nicht das Entscheidende. Das absolut Entscheidende ist das Know-how. Einfach wissen, wie es geht. Und da up to date bleiben. Übrigens, das machen wir bei unserem Kurs auch. Also immer wenn wieder was Neues kommt oder ein wichtiger neuer Inhalt, tun wir den dazu. Das kann sein, dass alle halbe Jahre mal ein Video dazu kommt. Aber das machen wir schon. Und
Ja, man muss da einfach am Ball bleiben. Aber die Grundlagen eben, zum Beispiel, wie geht man mit dem Algorithmus um, was verlangt der Algorithmus der jeweiligen Plattform, das ist schon wahnsinnig wichtig. Hast du denn auch Beispiele? Ich weiß nicht, warum. Ich erwarte niemanden. Ich muss mal ganz kurz die Tür öffnen. Der Handwerker kommt. Ja, mach mal, ja, wahrscheinlich, mach mal die Tür auf. Und liebe Caro, ich hole dich mit dazu für den Moment, weil du wahrscheinlich deine Frage aus dem Chat nochmal Nachdruck verleihen möchtest, oder Caro? Ja, hi. Genau. Hey, ich bin Caro und ich arbeite bei der NGO. Und zwar bei World Bicycle Relief. Das sind ja tolle Beispiele, die gerade gebracht wurden. Vielen Dank dafür. Aber ich frage mich, unser Thema ist Fahrrad, Afrika, Entwicklungsländer. Wir haben tolle Bilder, aber wie setzen wir dann das Fundraising um? Also bei uns wird der Kanal wirklich explizit dafür sein. Aber mir fehlen halt so ein bisschen, hi, hallo lieber Christoph. Ja. Vielen Dank erstmal, ich habe mich kurz nochmal eingeschaltet. Ich bin Caro und ich arbeite für World Bicycle Relief, das ist eine NGO. Und unser Instagram-Kanal, unser Feed würde ja wirklich explizit sich um Fahrräder, Afrika, ländliche Entwicklung handeln. Das heißt, unser Feed wäre einheitlich, würde gut aussehen. Also so, wie du die Beispiele gerade beschrieben hast. Aber ich frage mich jetzt, ich brauche eher Beispiele, wer betreibt gutes Fundraising darauf, wer wirklich genau dieses Thema auf Instagram auch aufgreift, weil SWR Sport, ZDF Info, ich bin Digital Native, ich kenne mich gut aus mit Instagram. Aber ich bräuchte jetzt etwas, um mehr Verständnis zu bekommen, wer wirklich Fundraising auf Instagram zum Beispiel betreibt, dass ich das mir angucken kann. Wenn du da ein Beispiel hättest, das wäre total toll. Und ja, vielen Dank. Das ist ein bisschen tragisch. Ich habe einen Artikel geschrieben für das Fundraising-Magazin. Und da ging es um die Struktur von generell Beiträgen im Netz. Dazu muss man auch nochmal wissen, die Google-Suche hat gerade den Algorithmus verändert und hat das Helping Content Upgrade eingefügt. Sprich, in Zukunft wird für die Suche entscheidend sein, dass der Content diese Strukturen, die ich vorhin geschildert habe, Titel, Teaser, Geschichte, entscheidend sein. Ich kenne aus einem ganz anderen Bereich ein wunderbares Beispiel, gerne mal reingucken, heißt Tesla Ausstatter. Und dieser Mensch, der das macht, hat nach allen Regeln der Kunst das perfekt gemacht. Und er taucht jetzt immer bei den entsprechenden Themen als erster Eintrag in der Google-Suche auf. Der hat alle anderen Konkurrenten, Shop for Tesla oder keine Ahnung was, hat er verdrängt. Nur dadurch, dass der gute Inhalte gemacht hat. So, und dann habe ich jetzt diesen Artikel geschrieben und dann habe ich Beispiele gesucht. Ich behaupte nicht, dass es die Beispiele nicht gibt. Ich habe sie aber nicht gefunden. Und als Beispiel habe ich dann letztlich netzpolitik.org genommen, die das auch super machen. Übrigens auch eine gemeinnützige Organisation, die auch von Spenden leben. Aber eigentlich ist das nicht das Zentrale, sondern sie wollen ihre Inhalte verbreiten. Aber wenn man sich mal einfach anguckt bei netzpolitik.org, was die publizieren, und dann gibt man diese Suchworte in der Google-Suche ein, wird man feststellen, netzpolitik.org ist oben in der Suche, weil sie es einfach sehr gut machen. Und ich behaupte mal, es gibt niemanden, der das macht, aber das liegt auch wirklich daran, dass wir das erste Tool sind, was eben jetzt gerade startet, dass das überhaupt ermöglicht, wirklich eine gute Journey zu machen von dem Social-Media-Inhalt bis zum Spenden. Das gibt's halt nicht. Das Problem ist, es entstehen halt an 1000 Stellen Brüche. Der erste Bruch ist vom Social-Media-Profil zur Webseite. Dann ist der nächste Bruch auf der Webseite von der Geschichte bis zum Spenden. Und diese Brüche müssen halt raus. Das ist ganz wichtig. Und wir haben die halt rausgemacht. Also bei uns sind die einfach nicht mehr da.
ist jetzt ein bisschen euphemistisch vielleicht, aber bitte einfach mal angucken. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen übertrieben, aber ich bin wirklich sehr, sehr davon überzeugt, dass das funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass wir uns an erfolgreichen Beispielen orientiert haben. Es gibt ja zum Beispiel Patreon in den USA, auch in Europa, aber hier funktioniert es nicht so gut, weil es halt da nicht um Spenden geht, sondern um Influencer bezahlen. Aber die Mechaniken, die da drin sind, sind super, außer dass es eine Plattform ist. Das hat wieder den Nachteil, dass man sofort wie bei anderen Plattformen mit anderen Spendenorganisationen in Konkurrenz ist. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen ist es wichtig, sich da was Eigenes aufzubauen. Aber auch in deinem Beispiel, ich würde immer gucken, da einmal einen Workshop zu machen. Also wer ist die Zielgruppe? Welche Wirkung möchte ich erreichen? Mit was kann das funktionieren? Wer sind die Protagonisten? Es kann zum Beispiel sein, dass der Inhalt Fahrrad und Fundraising oder Fahrräder für eben Afrika oder dass das zu eng ist, dass man einfach zu wenig Leute hat. Das müsste, also ich behaupte nicht, dass es so ist, aber es könnte sein, spitz ist gut, aber es kann sein, dass es zu spitz ist, sondern dass man vielleicht besser die Leute da abholt, die einfach totale Fahrradenthusiasten sind und die sagen, boah, das finde ich total geil, wenn jetzt andere Leute auch Fahrradenthusiasten werden können. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber da sollte man auf jeden Fall einen Workshop zu machen. Auf jeden Fall, das klingt super gut, weil das Tolle an diesem Instagram-Account ist schon mal, ich sehe immer Fahrräder. Das ist perfekt, weil das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Die Inhalte müssen wiedererkennbar sein. Und wenn ich halt immer was Verschiedenes poste, morgen ein Blumenstrauß, dann eine Wiese und dann ein Haus, das ist ein Problem. Dann ist der Inhalt nicht wiedererkennbar. Wenn ich aber immer ein Fahrrad im Bild habe oder Fahrraddetails oder, das ist super, weil die Leute in ihrem Feed sofort, ach, da kommt wieder das mit den Fahrrädern. Das ist wirklich mitentscheidend für den Erfolg auf Instagram, dass ich einen Wiedererkennungswert habe. Den kann man auch anders erreichen mit einer Grafik, kann eine Hilfe sein, aber wirklich ein wenn man einen Gegenstand hat, der immer wieder auftaucht, das ist super. Es gibt auch Accounts, die mit Farben arbeiten, die zum Beispiel sagen, mein Inhalt ist immer, ich sag mal, in einem Braunton gehalten, da kommt immer ein Braun vor oder. Aber sowas ist bei Instagram wahnsinnig wichtig, dass man so einen Wiedererkennungswert hat. Braun oder Pink, ne? Pink ist ja... Pink auch. Pink, was auch immer. Du hast jetzt ein paar Mal auch, Christoph, schon wieder Thema Erfolg. Und die Frage kam auch vom Ruben, wenn ich das richtig ausspreche, aber Erfolg, ja, was ist denn überhaupt Erfolg auf Instagram? Und ich meine, Erfolg für Fundraising bedeutet letztendlich auch Anzahl Menschen, die ich erreiche, aber eben letztendlich dann auch irgendwann am Tagesende muss die Kasse eben auch klingeln, genau. Müssen die Spenden reinkommen. Und letztendlich, das möchte ich noch mit dazugeben, hat ja Erfolg auch damit zu tun, ja, welches Ziel nehme ich mir denn überhaupt? Und da erlebe ich eben auch immer wieder, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es muss mal ein Workshop her, aber ich interpretiere das mal so für mich, es braucht was auch immer, um überhaupt sich erstmal über die Ziele klar zu werden. Was will ich denn überhaupt mit Social Media Präsenz erreichen? Und dann kann ich ja auch letztendlich den Erfolg messen, richtig? Genau, also man braucht eine Strategie. Punkt. Das ist das Allerwichtigste. Man muss sich wirklich da mal, das heißt nicht, dass man tagelang da sich den Kopf zerbrechen muss. Aber ich sage mal, so einen halben Tag bis einen Tag muss man schon einfach mal alles durchdeklinieren. Was will ich? Was könnte das für einen Aufwand bedeuten? Was für einen Ertrag könnte das bedeuten? Wie lang mache ich das? In welchen Stufen mache ich das? All das mal bedenken, das ist, glaube ich, schon wichtig. Weil es kann natürlich sein, ich sage mal so, wenn man eine Initiative für Geriatrie hat und wirklich nur das alte Zielpublikum erreicht. Wobei würde ich auch nicht sagen, hey, auf Facebook ist die Zielgruppe alt und man erreicht die ja auch super mit dem Facebook-Spendentool. Das kann durchaus funktionieren, aber vielleicht ist ja das Facebook-Spendentool das Bessere. Das muss man einfach alles mal durchdeklinieren und dann, man muss es auch wirklich ausprobieren. Man kann es, weil es gibt keine Erfahrung, also es gibt einfach keine Erfahrung. Jedes Mal, wenn man einen Instagram-Kanal startet, dann hat man vielleicht so eine Wolke, wo man von ausgehen kann, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber letztlich ist das immer wieder ins kalte Wasser springen, weil man ja letztlich was Neues macht, außer
keine Ahnung, ich mache einen Beauty-Kanal und ich weiß es nicht. Also nein, ich glaube, es gibt nichts, wo man einfach die Garantie zum Erfolg hat. Das ist wie in allen Medien. Und dann muss man halt, und das hat Funk auch gemacht, die Formate, die nicht funktioniert haben. Also da gab bei Funk gibt es zum Beispiel ein super Beispiel, was mich so gelehrt hat. Da gab es, es gibt inzwischen einen Sexualitätsaufklärungskanal. Die hatten aber am Anfang einen, da passte die Moderatorin mit dem Inhalt einfach irgendwie nicht zusammen. Und das ist eben auch zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Wer ist der Protagonist oder die Protagonistin? Passt sie zu dem Inhalt? Will ich überhaupt einen Protagonist oder eine Protagonistin? Oder was ist die Haltung von dem? Das sind alles so Fragen, die muss ich einfach einmal durchsprechen. Zumindest muss ich sie im Hinterkopf. Ich muss wissen, dass es diese Fragen gibt. Weil wenn ich die nicht bearbeite, und das ist bei vielen Accounts jetzt, egal aus welchem Bereich sie kommen, manchmal denke ich, ihr habt echt die Hausaufgaben nicht gemacht. Ihr habt so die wichtigen Dinge nicht einfach mal durchdacht. Das heißt nicht, dass man da was Richtiges bei rauskommt, aber man kann im Kanal ansehen, ob die Leute sich vorher Gedanken gemacht haben oder nicht. Und das ist wirklich, wirklich, das kommt, ist auch übrigens in diesem kostenlosen Crashkurs drin. Da sage ich nochmal, was wirklich so die wichtigen Dinge sind, die man vorher bedenken muss. Das ist einfach wichtig. Und das ist so ein bisschen, manchmal denke, also ich komme ja aus dem Journalismus und viele Journalisten sind teilweise in diese Social Media gegangen mit der Einstellung, ja wieso, ich habe das ja gelernt. Und das ist ein Fehler. Für mich gilt das sowieso, man lernt sein Leben lang und man muss immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und einfach lernen, lernen, lernen. Und man lernt jeden Tag etwas. Diese, zum Beispiel, dass Videos mit dieser Kreisdramaturgie auf TikTok besser laufen. Das war, irgendwann hatte ich mal die Idee, hey, das müsste doch gut funktionieren. Dann habe ich es ausprobiert und es hat funktioniert. Mhm. So ist das. Das Tolle ist, und das auch nochmal, auf Social Media kann man so viel ausprobieren. Man kann nicht scheitern. Weil wenn man scheitert, hat es keiner mitbekommen. Das hat ja keiner gesehen. Das ist ja das Lustige. Im Gegensatz zum Fernsehen, wo wenn ich dann ein schlechtes Format mache, sehen es im Notfall Millionen und sagen, oh Gott, was für ein Mist. Das passiert auf Social Media nicht. Wenn ich nicht erfolgreich bin, kriegt es keiner mit. Das heißt, ich kann mich da wirklich langsam auch rantasten, kann Sachen ausprobieren und machen und tun. Das tut nicht weh. Das ist jetzt eines meiner großen Takeaways. Man kann nicht was. Weil ich sitze auch immer wieder davor und denke mir, Halleluja, wenn ich das jetzt so mache und dann sehen das irgendwie welche und dann sehen die, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann oder wie auch immer und so. Aber du sagst komplett das Richtige, ne? Dann sieht es eh keiner, ne? Also, ja. Aber die ganze Sache, die du jetzt eben auch nochmal angesprochen hast, und ich glaube, die Astrid war es, die hat es vorhin auch nochmal gesagt, wir kommen auch wieder zurück auf die Ressourcen einfach, ne? Und ja, das ist das Hauptthema. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was man bei sowas einfach durchsprechen muss. Wie kriegen wir das hin? Und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Ich bin aber davon überzeugt, letztlich für Spendenorganisationen ist die Spendenakquise mit das Wichtigste. Mhm. Und so muss man es einfach gewichten, also ich will jetzt niemanden vorwerfen, das hat falsch gewichtet, aber ich habe ja dieses Mediakraft mitgegründet. Mhm. Und in der Hochzeit hatten wir 150 Leute bei uns. Mhm. So, und das war ein Netzwerk für kreative Leute, für Influencerinnen und Influencer, für YouTuber und YouTuberinnen, Instagrammer und Instagrammerinnen. Und von diesen 150 Leuten waren in der allerwichtigsten Abteilung 12 Leute. Mhm. So. Und das war für mich einer der Anlässe zu sagen, so, ich gehe hier raus. Also ich bin mit Tohuwabo habe ich die Firma verlassen, weil ich gesagt habe, wenn wir das nicht korrigieren und wirklich da die Ressourcen einsetzen, wo sie am wichtigsten sind, dann muss ich die Firma verlassen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil die anderen Leute waren da anderer Meinung. Und der Schuss ist dann auch nach hinten losgegangen. Wir hatten Facility Manager und Managerinnen. Ich weiß nicht, was wir alles für überflüssige Leute hatten. Das ist halt auch ein Punkt. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, aber das ist auch vielleicht etwas, wo man es mal durch... Ich kenne es von der Kirche. Da kann ich sagen, da sind die Leute falsch eingesetzt. Da sind viel zu viele Leute in vollkommen unnützen Positionen, die Tätigkeiten machen, die überflüssig sind. Da sollte man besser das in Social Media einsetzen. Aber ich behaupte jetzt nicht, dass das bei NPOs so ist. Aber vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle sagen, vielleicht ist das nicht so wichtig. Vielleicht erreichen wir nicht damit die wichtigsten Leute. Vielleicht gibt es da ein Potenzial. Ich kann das nicht sagen. Meine These ist,
wenn wir da mal mit erfolgreich werden und vielleicht in 5 oder 10 Jahren plötzlich die bis 40-Jährigen nicht mehr, ich glaube, es sind 10-12% des Spendenaufkommens, sondern 20 oder 40% dieser Zielgruppe kommen und Social Media ein wichtiges Element dabei ist, dann wird sich das alles ändern. Aber das ist wie bei vielen Dingen. Social Media, ich habe es jahrelang erlebt, ARD und ZDF haben da kein Bein an den Boden bekommen und haben auch überhaupt keine Ressourcen eingesetzt. Die haben ganz bewusst keine Ressourcen eingesetzt. Aber dann haben sie es gemerkt, was für einen Riesenerfolg die damit haben können. Und dann haben sie es getan. Und so, und jetzt nochmal, Entschuldigung, aber der Ruben ist noch nicht ganz zufrieden. In 3 Sätzen, was ist Erfolg im Social Media? Ja, also das kann man ja, also wenn ich sage, Erfolg bei Social Media ist, wenn der Rosenmontagsfriedensgottesdienst von St. Agnes 7.000 € in 3 bis 2 Wochen einnimmt. Das muss jeder für sich selber festlegen. Was habe ich für, also ein Misserfolg ist es, wenn ich im Monat 2.000 € Spenden über Social Media einnehme und 5.000 € für die Ressourcen ausgebe. Mhm. Dann ist es ein Misserfolg. Wenn ich, aber ich würde immer sagen, wenn ich mehr Spenden einnehme, als ich an Ressourcen einsetze, dann ist es ein Erfolg. Und ich glaube, das ist möglich. Und, und natürlich, man muss immer den Hockeystick sehen, dass es am Anfang langsam geht. Aber wie gesagt, man sieht in den Daten, kann man wie in der Glaskugel sehr verlässlich in die Zukunft gucken und sehen, wie das funktionieren kann. Und vielleicht kann man auch die Ressourcenplanung so machen, dass die mit dem Erfolg skaliert. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Ja. Super. Die Zeit rennt. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist, aber wir haben nur noch 4 Minuten. Und du hast jetzt schon ein paar Mal diese Online-Masterclass angesprochen, lieber Christoph, und hat mir vorher auch den Link geschickt, und ich stelle den Link jetzt mal hier rein. Das ist kostenlos, wo du einfach genau so welche Dinge auch mal runter referierst. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch diesen Online-Kurs da mitzumachen. Es gibt dann aber auch noch einen größeren Kurs, hast du mir erzählt, der darauf folgen würde, könnte. Der ist dann kostenpflichtig. Da geht es dann aber nochmal um viel, viel mehr und detaillierter und so weiter, richtig? Oder? Ja, also das ist jetzt dieser Crashkurs. Das sind 5 aber wirklich wichtige Einheiten. Ich glaube, da kann jeder was rausziehen. Und der Kurs, der sich dann anschließt, wie gesagt, wir haben das schon mal für die Christen in Deutschland gemacht, der sich anschließt, der hat dann so 50 bis 60 Einheiten, die aber auch wirklich, da geht es auch teilweise, also da geht es um Inhalte, Strategien, weil da gibt es auch nochmal Sachen, die man richtig cool machen kann. Es geht, weil Leute mich gefragt haben, hey, ich möchte mal gerne wissen, wie ist das mit der Technik? Also es geht selbst um Beleuchtung, um Ton, also es wird wirklich jedes Thema abgehakt, was es im Bereich Social Media gibt. Und wie gesagt, wenn es ein neues Thema gibt oder wenn die Leute, die dabei sind, sagen, hey, ich möchte noch gerne da und dazu wissen, dann machen wir meistens auch ein Video zu oder wir machen regelmäßig dann live so alle halbe Jahre, also nicht so oft, sondern wenn so sich Fragen gesammelt haben, dann auch nochmal wie jetzt hier bei dir Live-Gespräche, wo dann vielleicht auch nochmal was draus entsteht. Also es ist sehr lebendig. Und es ist vor allen Dingen auch lebendig, weil es ist anders als die meisten anderen Leute Social Media vermitteln. Es ist eben aus der persönlichen Erfahrung und es ist aus der persönlichen Erfahrung mit großen Reichweiten. Ich kann halt wirklich davon erzählen, wie es ist, wenn man einen Shitstorm hat, der einem wirklich um die Ohren fliegt. Mhm. Und da auch schon mal, das Thema hatten wir auch gern gestern, weil in der Kirche gibt es wahnsinnig viel Angst vor Shitstorms. Ich behaupte, wer eine Haltung hat, braucht keine Angst vor einem Shitstorm zu haben. Mhm. Weil wenn man mit einer Haltung dem gegenübertritt, dann kann man auch das, was man da, weswegen der Shitstorm entstanden ist, dann kann man das auch argumentativ verteidigen und auch gut verteidigen. Also ich habe das jahrelang mit dem Thema Klimawandel auf meinem Wissenschaftskanal gehabt. Und ich bin da sehr gut zurechtgekommen, auch wenn die verabreden sich ja dann in Telegram-Gruppen und wirklich, da kommt ein Sturm von Leuten auf einen zu. Mir hat es am Ende echt Spaß gemacht. Und du bist immer noch da. Und ich bin immer noch da. Am Anfang war es wirklich schwierig. Da habe ich richtig so Magengeschwür-mäßig, also ich habe kein Magengeschwür, aber so richtig, das ist in die Magengrube gefahren. Aber dann irgendwann, wenn man Haltung hat und wenn man weiß, was man tut und warum man das tut,
dann kann man das auch aushalten. Ja, und das ist halt der Punkt, es ist wirklich aus der Persönlichkeit, es gibt viele weiche Faktoren, die ich da erkläre, eben nicht klick auf das und dann kannst du das posten und dann musst du das machen und dann musst du noch diesen Haken machen, das ist es nicht. Also das gibt es auch, wir machen so ein Hands-on-Video Upload auf YouTube zum Beispiel, weil das ein bisschen komplexer ist. Mhm. Aber im Prinzip geht es um viele, viele weiche Faktoren, was alles bei Social Media zu beachten ist. Und weil das ist halt wirklich so ein bisschen der Haken, dass das oft den Leuten einfach nicht beigebracht wird. Und dass das teilweise auch wirklich unbekannt ist. Also ich bin erschrocken darüber, wie unbekannt die Struktur von Social Media Beiträgen ist, die inzwischen für eben dieses Helping Content Upgrade in der Google-Suche gebraucht wird. Und das ist wirklich ein absoluter Paradigmenwechsel in der Google-Suche. Aber, und das ist das Coole an diesem Konzept, das gilt für alle anderen Social-Media-Inhalte auch. Das ist universell. Und das hat mich schockiert, dass das so wenig bekannt ist und so wenig verwendet wird. Und ja, aber das ist in dem kostenlosen Crashkurs drin, also da viel Spaß mit. Genau, Link ist da gepostet. Caro, du hast dich eben noch gemeldet. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir jetzt deine Frage nicht mehr dran nehmen. Oder ist es eine ganz kurze Frage, auf die der Christoph vielleicht eine kurze Antwort auch hat? Hi, ja, nochmal eine ganz kurze Anmerkung vielleicht. Was ich ganz spannend finden würde, wenn jetzt alle so hier zusammen sind und alle ja Interesse an dem gleichen Thema haben, weiß ich nicht. Ich würde es total schön finden, wenn wir uns untereinander vernetzen könnten. Vielleicht, wenn du danach nochmal eine E-Mail rumschicken könntest und jeder sein Okay gibt, dass wir uns gegenseitig sozusagen austauschen können, wo stehen wir mit unserem Social Media. Ich persönlich habe sehr viel Ahnung von Social Media. Ich kann euch sehr viel über Erfolgmessungen und so erzählen. Das Einzige, was ich brauche einfach ein bisschen Input, weil ich in meiner eigenen Bubble lebe und würde mich total über Austausch freuen, wollte einfach nur mal sagen, hey, ich würde mich total freuen, wenn wir uns untereinander vernetzen könnten und lieber Jan und lieber Christoph, wenn ihr das übernehmen könntet. Genau, sehr gut. Also, vielen Dank, liebe Caro. Ich fand es auch wirklich klasse, so wie viele sich dann auch so kurzfristig für das Thema nochmal oder für jetzt sich heute Freitagvormittag diesen Zeitslot genommen haben. Caro, ich nehme das sehr, sehr gerne auf. Ich weiß auch von dir, lieber Christoph, dass du da auch offen bist und weiter die Szene mit voranbringen möchtest. Ich werde auf jeden Fall noch eine E-Mail danach schreiben, eben da auch nochmal mit dem Link dann da rein zu dem Online-Kurs mit dem Christoph. Ich schicke dann da wahrscheinlich auch nochmal einen Code mit, wo ihr dann da irgendwie auch nochmal, wenn ihr dann da weitergehen wolltet, dann kriegt ihr da noch ein paar mehr Prozente, aber das muss ich noch mit dem Christoph nochmal genauestens ausbaldovern. Kommt dann aber eine Sache zum Abschluss möchte ich noch gerne anmerken, weil sie war eben so sympathisch hier zu sehen, lieber Christoph. Wir hatten, und damit schließt sich jetzt so langsam der Kreis, etwas ganz Persönliches, ganz anderes. Wir hatten vorhin Unterhosen oder Shorts, die man irgendwie trägt. Lieber Christoph, wir haben es vorhin gesehen, als du die Tür aufmachen musstest, dass du mit deiner Badeshorts hier rumläufst. Und ich finde das sowas von sympathisch, weil jetzt sehen wir ihn rot und lachen. Ich habe mal den deutschen Fundraising-Kongress, die Gala-Preisverleihung moderieren dürfen und habe dann auch sehr bewusst meine Badeshorts angezogen und obenrum mein Jackett und habe dann am Ende auf die Totale gezeigt und was eben alles im Digitalen und auf Social Media so möglich ist. Vielen herzlichen Dank auch für diesen sehr persönlichen Einblick, sieht ja keiner, ich zeige mich auch nicht, wie ich jetzt hier gerade sitze, mit welcher Schlamperhose oder auch nicht ich hier sitze, das überlassen wir jetzt allen euch. Ich danke euch ganz herzlich und dir, lieber Christoph, in erster Linie. Ich schicke euch allen auf jeden Fall noch eine E-Mail rum mit den Links und auch zu dem Tool nochmal, Christoph, was wir vorhin auch hatten, Thanks for Giving. Ich wünsche euch einen ganz schönen Freitag und ein ganz schönes Wochenende. Genießt es und falls irgendwie auch Themenwünsche sind, schreibt mir eine E-Mail. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Und an dich, Christoph, nochmal ganz herzlichen Dank und auch dir ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. War super toll. Super. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.